Florian Silbereisen und Beatrice Egli sind ein Herz und eine Seele, doch genau das sorgt für Ärger. Wenn er ihr übers Haar streichelt, dann knistert es. Wenn sich ihre Blicke ineinander senken, dann brennt die Luft. Wer Florian Silbereisen, 42, und Beatrice Egli, 35, sieht, ist sich sicher. Zwischen den beiden stimmt die Chemie. Doch jetzt gibt es immer mehr Häme, Hass und böse Angriffe. Das ist doch alles nur gespielt. Bauerntheater, schreiben die einen. Es geht doch nur um Kohle. Die wollen damit nur Werbung machen für ihren Song, das wissen nur wir, nichts als Show, sagen die anderen. Wow, das ist richtig böse. Das Glück der beiden ist in Gefahr. Die Zuschauer sind sauer. Kritik von den Fans gab es schon früher. Doch jetzt wollen die miesen Kommentare einfach nicht enden. Was für eine mega PR-Strategie? Knutschereien und Liebeleien für den Plattenverkauf. Pfui Teufel. Und jetzt soll Florian sie auch noch aufs Traumschiff holen. Da wird einem ja übel, schreibt ein Beobachter der beiden auf Social Media. Aber tut man der Sängerin und dem Showmaster nicht eigentlich nur Unrecht an? Die Gefühle, die sie auf der Bühne zeigen, die sind sicher zunächst ein Spiel. Aber wie sieht es wirklich in ihren Herzen aus? Die beiden sind sich sympathisch und mögen sich offenbar sehr gerne, kleine Flirts inklusive. Du gibst es nie auf mit mir. Du hast es echt drauf mit mir. Dir geht es genau wie mir. Immer wieder singen Beatrice Egli und Florian Silbereisen diese Zeilen öffentlich. Und das ärgert manche Zuschauer, die die beiden dafür gnadenlos kritisieren. Doch gerade dieser Druck von außen, der könnte die beiden zusammenschweißen.